Weißenharz, eine Großfamilie. Dazu gehören Annette und Ehemann Christoph mit ihren Patchwork-Kindern. Caroline, Vivienne, Raffi, Edi und die vierjährigen Drillinge Anouk, Ariel und Anastasia. Zu Hause bin ich der Boss. Wer hat hier nicht aufgeräumt? Raphael! Und jetzt gehen wir einfach wirklich ins Bett. Meine Frau ist die, die alle Entscheidungen trifft. Ich bin Teil des Systems. Mucki, du musst das hier reparieren. Schau mal. Was muss ich reparieren? Guck mal. Patchwork ist der Wahnsinn. Das Haus nicht abbrennen, okay? Genau. Ich freue mich echt, wenn man keiner Mama. Naja. Irgendwas ist immer. Kann es etwas Romantischeres geben, als seine Liebe in Venedig zu beteuern? Christophs Plan, ein zweiter Heiratsantrag nach 6 gemeinsamen Jahren. Una domanda. Hola mia sposa, io voglio le domandare di mi sposare. Questo pomeriggio, se è possibile. Vado a comprare un po' di spumante. Sì. Le do dopo e le metti lì. Certo. Der noch immer sehr verliebte Ehemann hat sein romantisches Vorhaben detailliert geplant. Also die Überlegung wäre natürlich, dass wir einfach schön heute Nachmittag dann auf dem Weg zurück dahin gehen und dann Gondelfahrt machen und dann kann ich sie dort erwischen. Eine Gondelfahrt in der Stadt der Liebe. Romantischer kann es in Muckis Vorstellung kaum sein. Darum ist er allein mit seiner Annette nach Venedig gereist. Doch kann die achtfache Vollblutmutter die Zeit zu zweit genießen? Was machen wir jetzt? Was jetzt? Wir wollten zum Kaschmir-Dings, Mucki. Komm. Ich hab gedacht, jetzt machen wir doch mal eine kleine Gondelfahrt. Okay. Ja? Damit es mir schlecht wird. Ja? Aber nicht so wackeln, okay? Ja. Gut. Ja. Warte mal, ich hab hier was. Komm. Warte mal ganz kurz hier, bleib mal hier stehen. Mich hat es ein bisschen überfordert in dem Moment. Ja, ich hatte nicht wirklich Lust auf so eine Gondelfahrt. Ich bin schon ein sehr romantischer Mensch in der Beziehung, aber ich mag nichts Kitschiges, ehrlich gesagt. Es muss so ein bisschen cool sein. Ich mag es gern, wenn es ein bisschen anders ist. Ich mag es schon gern, wenn ich überrascht werde. Aber jetzt, ein Garten voller Rosen geregnet, brauche ich auch nicht. Ich brauche nicht so viel Tamtam, ja. Also das, es muss irgendwie passen. Und das Passende zu finden, das ist gar nicht so einfach. Christoph gibt sein Bestes. Ein erster kleiner Erfolg. Oh, bist du süß. No, c'è problema. Una alla volta, eh? Piano. Jetzt bin ich ins Wasser fallen hier. Pianissimo. Ich habe auch dann gespürt, wie Annette nervös war. Das Boot hat geschaukelt. Und sie wusste schon, dass irgendwas im Busch war, aber sie war irgendwie angespannt. Und das habe ich natürlich schon gespürt. Benissimo, ti ringrazio. Zu Hause in Bayern gibt Vivienne alles, um den Rest der Familie in Schach zu halten. 6 Geschwister, 5 Pferde, 5 Hunde, da steht immer irgendetwas an. Heute gibt Pudel Günni Grund zur Sorge. Oh ja, er hat sich wirklich wehgetan. Kannst du das sehen? Ja. Er läuft nicht mehr drauf. Oh. Ich habe nicht gesehen, was passiert ist, aber wir müssen dann dringend sagen, dass er nicht drauf läuft. Okay? Sein Bein, der läuft nur auf 3 Beinen. Warte. Sollen wir den Papa anrufen oder die Mama? Mama. Doch Mama gondelt in trauter Zweisamkeit über den Canale Grande. Ja, jetzt hat er sich ein bisschen... Die Vivienne stört, die ruft jetzt an. Nee, jetzt nee, kann ich nicht. Nein, jetzt muss ich warten. Schau mal hier, es gibt nämlich jetzt was ganz Tolles. Ich habe ja gesehen, dass mein Mann sich total Mühe gegeben hat und mir da was Besonderes bereiten wollte. Ja, und darum habe ich dann natürlich dann... Ja, diesen Moment nicht unterbrechen wollen mit 1000 Telefonaten, sondern dachte mir halt so, okay, wir machen das, wenn die Gondelfahrt zu Ende ist. Aber mein Handy klingelt nicht, sondern mein Handy blitzt immer so auf. Und ich habe natürlich in der Gondel schon gesehen, dass mein Handy die ganze Zeit geblitzt hat. Ja? Ich habe mir schon gedacht, irgendwie rufen die mich, glaube ich, dauernd an da von zu Hause. Und irgendwas stimmt, glaube ich, nicht.
Annette hat recht mit ihrer Vermutung. Der knapp zweijährige Hund hat Probleme beim Gehen. Als die Eisenhardt-Jungs aus der Schule kommen, bricht Panik aus. Ah, der Günni hat sich auch wehgetan am Bein. Schau mal, der ist da. Der hüpft und wir wissen nicht warum. Ich habe probiert, sie anzurufen, sie hat mich abgenommen. Ich habe ein Video gesendet. Habe ich schon gemacht, habe ich schon alles gemacht. Guck mal, Günni sein Bein an, der hat sich wehgetan. Papa, lass ihn laufen. Lass ihn mal laufen. Guck mal, Papa. Der hopst nur mit einem Bein. Schau mal, so hoch. Okay, sonst kannst du wohl probieren, sie anzurufen. Ja, weil, dann wir es, weil die haben vorher nicht abgenommen. Ich rufe gerade an, Isa. Nicht schlimm, okay? Ist nicht schlimm. Ist okay. Manchmal weiß Caro nicht, was man zu tun hat oder Vivian. Und deswegen sind sich da wieder mal alle unsicher. Die älteste Schwester Vivian weiß keinen Rat. Deshalb filmen die Geschwister Günnis Verletzung für die Eltern. Ja, er tut sich ja die ganze Zeit weh. Immer der Günni. Ich habe mir immer noch sehr große Sorgen um Günni, weil vielleicht entzündet sich da was oder so. Es kann ja immer was passieren. Ungeduldiges Warten auf eine Reaktion aus Venedig. Haben Sie es gelesen? Nee, noch nicht. Also, die sind doch wahrscheinlich gerade in Venedig. Also, Papa, also wenn dein Couple Timing zusammen sind. Gucken Sie nicht aufs Handy. Und mein Papa hat ja auch gesagt, ja, dass er meiner Mutter das Handy wegnehmen würde. Das ja, dass sie nicht sich Sorgen macht. Die Annette und der Papa, die würden wahrscheinlich genau wissen, was man machen muss. Und deswegen ist es nicht gut, wenn die Eltern nicht da sind, dass das jetzt passiert. Das ist nicht gut. Die Eltern im Liebesurlaub ahnen nichts von den Sorgen zu Hause. Vater Christophs Nerven liegen blank. Jetzt scheint der perfekte Moment für die große Liebeserklärung. Ich würde dich jeden Tag neu heiraten. Das letzte Mal war alles so schnell und so unvorbereitet und so alles spontan. Ich dich auch, Mocki. Ich würde dich immer heiraten. Das möchte ich jeden Tag neu heiraten. Ich liebe dich, Mocki. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich, Mocki. Heirate mich. Es ist vollbracht. Er hat das echt ganz süß gemacht. Er hat da eine Flasche Spumante organisiert und hat mir sogar einen Blumenstrauß organisiert und meinte dann so, während der Gondelfahrt, ob wir nicht noch mal doch so eine große Hochzeitsparty oder was machen wollen und gibt mir den Blumenstrauß. Und ich dachte mir so, oh Gott, bitte keine Hochzeitsparty. Was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass wir noch mal mit den Kindern, ja, nicht eine Party, eine Hochzeitsparty können wir nicht machen, wir sind ja schon verheiratet, aber so ein bisschen einen schönen Tag machen oder so. Sowas können wir ruhig machen, das finde ich schön.